Frau Wagenknecht, Sie haben Ihre Demonstration morgen vor dem Brandenburger Tor Aufstand für Frieden genannt. Warum haben Sie ihn nicht, haben Sie dieser Demo nicht den Titel gegeben, Aufstand gegen Putin? Denn der ist ja derjenige, der der Aggressor ist, der diesen Krieg begonnen hat und der den Krieg auch beenden könnte. Ja, selbstverständlich richtet sich die Forderung auch an Putin. Aber sie richtet sich an beide Seiten. Der Krieg wird von zwei Seiten geführt. Natürlich ist es völkerrechtlich völlig legitim, dass ein Land sich verteidigt. Aber die Frage ist doch, und ich finde, da hat auch die ukrainische Führung eine Verantwortung der eigenen Bevölkerung gegenüber. Will man im Ernst jetzt über Jahre einen Krieg führen, wo sich zurzeit die Front gar nicht mehr groß bewegt? Aber dann sagen, Sie doch jetzt mal ganz konkret, Menschen wie dieser sterben. Kompromiss nach einem Waffenstillstand aussehen soll. Sie sprechen immer von Verhandlungslösungen. Ja, dann sagen Sie doch mal ganz doch konkret, solche, was Sie doch längst solche Vorschläge. Also das, was im Frühjahr war, wenn man das noch mal auf den Tisch legen könnte, wäre ja ein Angebot, Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft, Einfrieren der Frontlinie und dann ein Versuch, darüber zu verhandeln, zum Beispiel im Donbass ein international beaufsichtigtes Referendum zu machen, dann mögen die Leute entscheiden, wo sie die dazu um die gehören. Frontlinie. Das kann man auch ja in der größer. Krim machen. Ich meine, das war in Deutschland im Saarland möglich nach dem Zweiten Weltkrieg und dieser Weltkrieg hat auch unheimlich viel an Hass und Verbitterung hinterlassen. Trotzdem war es möglich. Aber man muss doch zunächst mal einsehen. Also ich meine, wenn die Welt anders wäre, als sie ist, ja wunderbar, dann könnte man auch anders agieren. Ich sehe nur zwei Optionen. Entweder dieser Krieg geht noch Jahre weiter, hat ein großes Risiko, dass wir immer tiefer hineingezogen werden, auch als Deutschland, dass wir irgendwann Kriegspartei in direkter Form werden. Gerade wenn wir zum Beispiel jetzt auch der Forderung nachkommen, Kampfjets zu liefern und Langstreckenraketen. Das wird ja ein immer größerer Krieg. Oder man versucht jetzt erstmal zumindest einen Waffenstillstand zu erreichen und dann Kompromisse zu machen, was nicht heißt, dass die Ukraine ein russisches Protektorat wird. Das ist doch, steht doch überhaupt nicht zur Debatte. Sondern es geht darum, über das Schicksal der Gebiete zu verhandeln, die jetzt besetzt sind. Nein, das ist genau, und es das geht ist genau darum, um die Frage der NATO-Mitgliedschaft zu verhandeln. Weil das war immer ein Kern des Konflikts. Herr Kiesewetter. Es geht nicht um die Gebiete, die jetzt besetzt sind. Es sind ukrainische Gebiete. Russland muss sich zurückziehen. Nicht ein einziger Anspruch auf auch nur ein Quadratmeter der Ukraine ist für Russland gerechtfertigt. Dafür möchten Sie für viele, viele Jahre einen Krieg führen, der enorm eskalieren kann. Die Ukraine wird so unterstützt, dass die russischen Truppen das Land verlassen. Ja, das ist nach einem Jahr aber nicht gelungen. Natürlich ist das möglich, weil wir ja sehr zurückhaltend waren. Die Bundesrepublik Deutschland hat ja Russland die Chance gegeben, zu deeskalieren. Wir haben über Monate ein Planungsverbot bei Kampfpanzern gehabt. Und erst als es geliftet wurde, haben die Russen... Ja, wie soll ich sagen, jetzt beginnen Sie mit Ihrer Frühjahrsoffensive. Aber bis dahin haben die Russen überhaupt keine Verhandlungsbereitschaft gezeigt. Es wir hat es Verhandlungen im Frühjahr. Natürlich. Ich möchte den Punkt noch mal sehr deutlich machen. Es geht hier nicht darum, besetzte Gebiete festzuschreiben, darüber zu verhandeln. Es geht darum, die Ukraine in eine Verhandlungsposition zu bringen, damit sie in ihrem Gebiet, das sie seit 91 souverän hat, wieder komplette Souveränität erreicht. Und dann kann man mit Russland verhandeln über die Kriegsverbrechen und vor allen Dingen über Reparationen und über Sicherheitsgarantien. Also aber es keine Verhandlungen, bevor die Krim nicht rückerobert ist. Nein, es geht nicht um Rückeroberung der Krim. Es geht darum, dass die russischen Truppen sich zurückziehen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.